Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute die Solo Hype Night spielen. Die wurde ja von gestern auf heute verlegt. Deshalb gibt es heute eben halt eine. Und als Video werden dann auch die Highlights von FNCS Woche 3 kommen. Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt den Item Shop an. Heute haben wir bei den besonderen Angeboten die Deadpool Items und bei den normalen Angeboten dann eben halt die normalen Angebote auch. Gestern war es ja andersrum. Ich glaube, es war aber auch nur ein Bug. Hier haben wir auf jeden Fall einmal den neuen Boxine Skin. Dann die männliche Version davon natürlich noch den Boxer-Skin. Ich glaube, es ist ein Skin-Konzept von irgendjemandem. Schon vor, ich glaube, während Season 1 war das Konzept schon gemacht worden. Dann gibt es dazu noch die Karton-Klopper-Spitzhacken und den Luftpolster-Gleiter. Als nächstes haben wir dann den Mecha-Anführer-Skin. Hier hat man einmal die Auswahl zwischen der Standard- und der Metall-Skin. Dann gibt es dazu noch ein integriertes Emote, nämlich aufgeladene Kampfkunst. Als nächstes haben wir dann die Combo-Klingen dazu und die Mecha-Team-Lackierung. Dann haben wir noch den Katastrophe-Skin, den Facette-Skin, dann den einfach einhändig-Emote. Als nächstes haben wir dann den Karton-Kreation-Emote, dann noch den Mega-Moves-Emote und den Aufholen-Emote. Dann haben wir natürlich noch die besonderen Angebote. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie lange die drin bleiben werden. Ich glaube, es gibt auch in den Game-Files irgendwelche Leaks, dass noch andere Sachen hier reinkommen werden. Also, dass das nicht die einzigen Sachen zum Deadpool-Skin sein werden. Und ich würde sagen, wir beginnen mal hier erstmal mit den ganzen einzelnen Sachen. Wir haben einmal den Drachenhorn-Gleiter, dann die Fleischhämmer-Spitzhacken, dann den Chimichanga-Emote. Und als letztes dann noch den Flott-Unterwegs-Emote. Das kann man natürlich auch alles noch im Set kaufen. Bei mir ist das jetzt etwas günstiger, weil ich natürlich schon das Emote habe. Aber ansonsten wird es eben halt etwas teuer sein. Und das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.